Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ja, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, wir haben jetzt so ein Lockdown-Light. Also wenn ihr die Folge seht, ich nehme sie ja noch am Montag auf. Nicht am Montag auf, am Sonntag auf. Und am Sonntag bzw. am Wochenende durfte man ja noch mal alles machen. Oder viele haben ja alles noch gemacht, also ne, so Halloween-Partys und noch mal die letzten Male gegessen beim Lieblingsitaliener. Und weiß der Geier. Na, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, die 4 Wochen gehen jetzt relativ zügig rum und ich glaube aber nicht, dass es uns im Dezember anders ergeht oder halt auch im neuen Jahr oder so, keine Ahnung. Also ich erhoffe mir da nichts und ich muss sagen, mich juckt das auch nicht wirklich. Es tut mir natürlich für die leid, die, ich sage mal, Sport treiben, außer so ein bisschen Laufen und Wandern tue ich ja nicht wirklich Sport treiben, irgendwo so im Verein, wisst ihr so, oder irgendwo im Pumpen oder was auch immer, aber das tut mir natürlich für die Leute ein bisschen leid. Klar, Gastronomie ist sowieso gebeutelt gewesen, wird jetzt nochmal gebeutelt, aber diesmal so ein bisschen mit Zuschuss. Und ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Wir müssen das Ganze ein bisschen beobachten. Und am besten tun wir einfach alle so, als wenn wir, jeder ist Covid-19 positiv. Und so würde ich sagen, tun wir alle einfach mal. Und deswegen machen wir in diesem Monat hier vor allen Dingen vermehrt Clash of Clans, denn es gibt natürlich A, den neuen Pass mit dem Piraten-Skin des Königs. Finde ich sehr, sehr gut, dass es das Pärchen dann gibt, hier mal wieder so ein bisschen complete. Und ich glaube ja auch, der Gladiator, naja, passt da so ein bisschen zu, ein bisschen. Ne? Immer noch kein Gladi-Skin, aber immerhin passt schon mal ein bisschen dazu. Und die Liga fängt an, also beim Thorsten, beim Clan City Sable hat die Liga schon angefangen. Hier in dem Clan spiele ich keine Liga. Dort bin ich noch in einem normalen CK hier beim Clan Free to Play heute Abend und wir verlieren. Woran hat es gelegen? Ja, wir verlieren, aber ist nicht so schlimm. Eben mal spenden hier. Ist nicht so schlimm und denn oben, ja, da schwächeln so ein bisschen unsere Zehner. Die kriegen hier kaum eine Zehner-Base auf 3. Woran hat es gelegen? Weiß ich nicht. Vielleicht hat es daran gelegen, dass... wir gucken einfach mal rein. Wir gucken mal rein. Bei der Nummer 2 hier. 90%. Was hat er da gemacht? Ah, okay. Ich hätt fast gesagt, Truppenwahl nicht so gut genommen. Wir können ruhig mal Analyse ziehen. Truppenwahl nicht so gut genommen, finde ich jetzt. Das ist, weiß ich nicht, so eine Box-Basie, die kann man super, super gut mit Hocks machen, finde ich zumindest. Und ja, ist natürlich nochmal so der letzte Klang, ist nochmal so ein bisschen so Liga-Vorbereitung, nochmal so die letzten Angriffe mobilisieren, denn hier im Clan Free-to-Play wird ein bisschen wenig geübt. Ich meine, ist ein absoluter Casual-Free-to-Play-Clan und kein High-End-Profi-Clan oder so, wo hier alle Nasen lang geübt wird. Ist auch das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, denn wir nehmen, glaube ich, 1, 2, 3 Elfer mit hier in die nächste Liga und die üben hier 0. Ja, die üben hier gar nicht und ja, ich meine, klar üben die, ja, die üben dann natürlich, was ist das da für ein Sprung? Ist ja cool. Okay. Auch immerhin 2 Barbaren sind da dem Weg gefolgt. Und dementsprechend üben die natürlich beim Farm. Ist dann immer ein bisschen schwer. Ich übe ja auch eher wenig mit meinen, oder zumindest mit den Accounts im Clan Free to Play. Ich meine, ich habe dann 9er und ich habe dann 10er. Da weiß ich in der Regel, was ich mache und ich fehle ja auch. So ist es ja nicht. Also meine Taktiken gehen auch nicht immer auf, aber doch schon sehr häufig. Und ist aber gar nicht so schwer. Ich meine, 90% ist jetzt auch nicht so super weit weg vom Gewinn hier. Wir gucken mal eben weiter. Und gerade im Rathaus 10 Bereich, wo jetzt die Luftabwehr ja 10 Hitpoints mehr hat und nicht mehr mit 3 Blitzen weggemacht werden kann. Oh Alter, das leckt aber jetzt gerade. Nicht mehr so weggemacht werden kann, muss man sich vielleicht wieder andere Taktiken, weiß ich nicht, andere Taktiken nehmen. Ich habe heute Abend 2-mal die Taktik hier genommen. Tatsächlich exakt gleich. Ich meine, das ist auch so ähnlich boxt. Wartet mal eben, ich gucke mal eben auf die andere Base, ob die ein bisschen boxtiger war. Nein, die war nicht boxtiger. Da müssen wir doch eben mal die 7 nehmen. Und von daher, aber auch das hier ist so ein bisschen Boxbase.
Mit diesen vier Abteilen hier, in das größte komme ich jetzt eigentlich rein mit meinen Schweinis. Also ich finde, mit Schweinereiter Boxbase ist unschlagbar. Es gibt fast nichts Besseres. Oha, da war sie wieder, die böse Taste. Entschuldigt bitte. Und ich habe einmal, ich glaube, die Pausentaste liegt hier immer noch auf F8. Beziehungsweise die Aufnahmen beenden Taste. Und die habe ich dort gepresst. So, aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, wie er welche Bass macht. Und mich haben die hatten alles auf, die hatten so ziemlich viel auf Boden. Hier auch, ihr seht das hier unten, die Skelette, die haben mich unheimlich abgenervt bei den ganzen Hockangriffen, bei den beiden Hockangriffen, die ich gemacht habe. Denn einen Zehner hätte ich fast mit dem Neuner niedergerungen, aber werden dann irgendwann zu viele fallen. Und jetzt habe ich hier in der Mitte nochmal einen Heilkreis gelesen. Den letzten lasse ich mir dann fürs letzte Compartment offen, hier für den Inferno, beziehungsweise dann auch hinten noch für den Magierturm. Aber so kann man es eigentlich ganz gut machen. Und ihr seht das hier auch, meine Tanks hier tanken richtig gut. Der Riese und auch der Golem immer noch am Start. Ich meine, ist noch ein Vierer-Golem sogar. Der ist noch nicht mal maxed auf Rathaus-Level 10. Und trotzdem hält er richtig was weg hier. Aber die Schweinis machen es hier. Und naja, mal sehen. Ich bin jetzt erstmal angekommen. Heute so ein bisschen verspätet, vor allen Dingen in den Pass reingekommen. Heute am Sonntag. Wir waren nochmal ein bisschen los. Aber nur, um so ein bisschen durch die Gegend zu eiern. Also ein bisschen irgendwo hinfahren, ein bisschen rumlaufen. Und den Tag sein lassen. Hier war es nicht so schön. Es ist unheimlich mild im Moment. Und dementsprechend, naja, wie gesagt, wir werden diesen hier verlieren. Aber hier hauen wir uns schnell mal eine Liga mit dem 13er. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich ein bisschen vor allen Dingen von dem Account hier zeige. Okay, was, warum gerade immer der Avatar? Mit dem mache ich, mit dem mache ich schon viel. Mit dem habe ich heute Morgen den Pass gekauft, klar. Und habe aber jetzt eine echt komische Truppe gerade am Start. Okay, hab jetzt echt eine. Oh, die ist aber mal ganz, ganz komisch. Okay, was haben wir denn hier eigentlich drin? Valkyren, okay. Naja, gut, wir nehmen mal unser Luftschiff. Den können wir mitnehmen. Der hat ein bisschen Lot für uns. Und ich musste erstmal heute Morgen die ersten Spielchen vor allen Dingen machen. Denn, damit es die ersten Vergünstigungen gibt. Erstmal ist ja wieder alles sauteuer. Nicht sauteuer, aber es ist ja erstmal alles wieder recht teuer. Und ich habe aber echt eine komische Armee hier. Junge, 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 kein Mauerbrecher, kein Schwungzauber. Okay. Naja, mal sehen, was wir damit machen hier mit dieser, mit der Armee, was wir damit machen können. Können wir hier vielleicht funneln, dass die Helden vielleicht reingehen? Da jetzt vielleicht durch die Mauer sich knüppeln. Oh ja, der King will da schon mal durch. Okay. Ah, der gefällt mir richtig gut, der King. Mit seinem Schwert. Aber hier habe ich ihn gar nicht equipped. Ne? Hier habe ich noch die Gitarre equipped. Muss ich mal umequippen. Und die Queen ist hier jetzt aber schon drin. Hier haben wir noch keinen Helden. Müssen wir mal gucken. Der nächste Held ist da unten. Ein Multi-Inferno und auch die Tornado-Falle schon mal ausgelöst. Oh, der kriegt hier richtig... Richtig was zu tun hier, der King. Okay, aber wir kriegen den Adler. Wir bekommen den Adler. Das ist sehr, 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 sehr schick. Und wir bekommen auch... Oh nein, ich muss jetzt gerade meine Queen, glaube ich, zünden dort. Und die gegnerische Queen stirbt jetzt. Okay. Ich habe 14 Ballons. Okay. 14 Ballons und 3 Stück von denen. Alles klar. Alter Falter. Der musste jetzt nach da... auf Boden. Wir nehmen die beiden Hunter mit rein. Unseren Hunter ist aber gar nicht unser Hunter. Ich muss hier dringend friesen hier. Und einmal die gerade mal ein bisschen eilig machen da. Ich weiß gar nicht, ob sie Valkyren da jetzt so gebracht haben. Aber da hatte ich, glaube ich, gerade ein bisschen Glück mit dem hier. Oh, die ist noch dabei. Ja, das war jetzt gerade eine ganz komische Truppe, Leute, ich weiß. Das war gerade eine ganz, ganz komische Truppe. Die passte hier gar nicht ins Bild. Und ist aber nicht so schlimm.
Vielleicht war es noch aus dem Event mit den Minions. Vielleicht war es also mit den Superlakaien. War wahrscheinlich noch aus dem Event raus oder so, dass ich dort irgendwo die hatte. Es kann auch sein, dass das jetzt, obwohl das waren 300 Truppen. Ich habe mit dem Account hier jetzt auch schon die 300 Truppen. Das heißt also, meine Lager sind fertig. Pass ist ja jetzt exakt, glaube ich, beziehungsweise Rathaus. Das letzte Update liegt jetzt etwas mehr als 2 Wochen zurück. Und dementsprechend sind bei mir die Sachen auch fertig geworden. Ich glaube drei Stück sogar schon. Und das Coole ist, jetzt weiß ich, warum man hier die Helden boosten konnte. Jetzt weiß ich es, Leute. Ich weiß, warum es Sinn macht, hier die Helden zu boosten. Wir changen mal den Skin hier auf den schönen neuen. Wo ist er? Wo ist denn der? Ah nee, den habe ich mir ja gar nicht. Den habe ich mir ja nur mit dem anderen Account gekauft. Eieiei. Den habe ich mir ja nur mit dem anderen Account gekauft. Stimmt. Habe ich gar nicht mit dem gemacht. So, wo ist unser vierter Held? Da ist er. Denn die Armee hier ist jetzt nachgerutscht. Die ist jetzt schon fertig. Und ich wollte mal wieder so ein bisschen Yeti smashen. Mal mit ein paar weniger davon. 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen ein paar Mauerbrecher immer mit. Ich kann natürlich auch eine Karre mitnehmen. Dann spare ich mir eigentlich die Mauerbrecher. Ne? Wir nehmen mal eine Karre mit. So, wir nehmen mal eine Karre dort. Und dort haben wir jetzt keine. Da haben wir eine Kaserne. Okay, also müssen wir doch ein paar Mauerbrecher mitnehmen. Und was nehmen wir noch? Ah, ein paar Heller. Ein paar Heller vielleicht. 5 Heller. 1, 2, 3, 4. 1, 2 haben wir da nur noch. Okay, dann nehmen wir mal ein paar mehr. Weniger Bowler mit. So können wir es machen. So können wir es machen. Magier. Das 600. Okay, machen wir noch eine zweite Kiste hier. Und so. Und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Naja, so ein bisschen verwirrend ist das ja schon. Mit den Leuten, mit denen ich dann arbeite, jetzt mehrere. Also wenn ich jetzt ins Büro fahre, dann bin ich ja zu mehreren. Aber wir sind dort eigentlich auch getrennt. Aber ich darf mich dann nicht mit mehr als einem abends zum Bierchen treffen. Ist auch ein bisschen komisch. Aber ist auch nicht so schlimm. Also auch bei uns gelten heftigste Regeln, kann ich euch sagen. Nur noch ein Mensch im Büro und nicht mehr so viel da sein und weiß der Geier. Ihr kennt das sicherlich, aber es gibt natürlich auch so zweischneidige Gleise, also die Geschäfte haben ja, die normalen Geschäfte haben auf und müssen jetzt, was für eine Regelung, wer überprüft das? 10 Quadratmeter. Ich habe 10 Quadratmeter für mich ganz alleine. Stimmt aber nicht. Nehmen wir mal einen Laden, 50 Quadratmeter. Oh, hat der viel Lot. Alter Falter, hat der viel Lot für uns. Nehmen wir mal einen Laden, 50 Quadratmeter und dort gibt es eine Verkäuferin, weil mehr ist im Moment nicht drin. Oh, was habe ich? Oh nein. Toto. Oh. Ah. Okay, Leute. Satz mit X. Das war wohl nix. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben mit meinen wilden Erzählungen? Achso, ja, ich weiß, wo ich stehen geblieben bin. Leute, ihr müsst mir das auch sagen. Ihr müsst mir das auch wirklich sagen. Wenn ich hier mal richtig was verbocke, und das war gerade richtig verbockt hier. Das war gerade richtig verbockt hier. So, was haben wir denn hier noch am Start? Zwei davon. Einen hiervon. Einen davon. Ach nee, zwei haben wir da sogar. Okay. Zwei haben wir da sogar, alles klar. Und so, komm, die Valkyren machen wir hier nochmal ein bisschen wütend. Aber gegen den Scattershot wird es etwas schwierig, aber mal sehen, den friesen wir nochmal. Dann kriegt die Queen den vielleicht und haben wir den vielleicht halt auch noch ganz gut gemacht hier. Naja, ein bisschen Loot weggenommen. Naja, und dann kommen da vier Leute rein und die tummeln sich dann alle auf einen Platz, weil ein Produkt heute ganz, ganz besonders billig ist in dem Laden. Wer überprüft es? Okay, das Rathaus braucht man nicht. Wir brauchen nur die vielen, vielen Ressourcen und ich glaube, die haben wir uns trotzdem, obwohl der Angriff ja echt verbockt war, noch ganz gut geholt. Haben wir uns noch ganz gut geholt und ich würde sagen, wir denken alle positiv, so positiv wie ich hier. Und der noch so einen verbockten Angriff eigentlich wirklich rumreißt. Ich habe sogar noch einen Zauber über. Der so einen verbockten Angriff hier eigentlich nochmal rumreißt. Also zumindest was die Ressourcen angeht. Okay, das Rathaus ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Das brauche ich ja in der Regel sowieso nicht. Also positiv denken, Leute, nach vorne schauen. Immer mal wieder, am besten morgens, wenn man aufsteht, fragt man sich am besten, wo stehe ich heute? Was mache ich heute? Positives oder was mache ich heute Kreatives
Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe meinen ganz normalen Job und das ist. Habe ich da, hier habe ich. Sag mal, was habe ich denn hier vergessen? Warum hatte ich da. Ach so, ich habe da. Oh, 17 Stück, das war von eben noch aus dem Clan hier zum Spenden. 1, 2, 3, den weniger. Oh, viel zu viele davon. Sehe ich jetzt gerade. Und halt, machen wir das so. Ja, das machen wir besser so. Und von daher ist das bei mir jetzt nicht so ultra tragisch. Also, das passt schon. Ich hoffe bei euch auch. Und ihr bekommt einen guten Wochenstart hin. Also, ich hoffe, ich bekomme ihn auch hin. Noch haben wir ja Sonntagabend. Und was könnte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich könnte mich ja jetzt noch treffen. Es ist jetzt ungefähr Viertel vor 10 oder gucke ich lieber Nachrichten. Aber naja, die werden erst in den nächsten Wochen interessant. Denn es geht an die Wahlen in den USA und auch da ist die Welt sicherlich drauf gespannt, was dort passiert. Ich auch, aber hier in Clash of Clans passiert auf jeden Fall einiges und lasst uns doch einfach die schöne Zeit nutzen, ein bisschen mehr zu clashen, oder? Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto, clasht.